Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute sprechen wir über ein Thema, was wir in den letzten Videos zwar immer wieder mal gehört haben, aber nie genauer ins Detail gegangen sind. Heute geht es um Attribute, genauer gesagt um ein Attribut zu einem Element. Was genau ist das? Worauf muss ich achten bei Attributen und wie setze ich Attribute richtig ein? All das erfährst du in diesem Video. Fangen wir mal mit dem Grundsätzlichsten an. Ein Element, zum Beispiel ein P-Element oder ein A-Element, Image-Element, kann Attribute haben, muss es aber nicht. Sprich, ein Element kann auch ohne Attribute funktionieren. Wir verwenden jetzt einfach mal in diesem Video als Beispiel einfach mal das P-Tag, also einen Absatz. Hier können wir nun einen beliebigen Text verwenden, zum Beispiel Hallo Welt. Nun, wie wir vielleicht von den letzten Videos wissen, das funktioniert. Wir gucken uns das trotzdem einfach mal im Browser an und wie wir sehen, sehen wir Hallo Welt als Text in unserem Browser. Nichts Besonderes. Nun können wir natürlich Attribute verwenden, um quasi zusätzliche Informationen über ein Element zu liefern oder eben quasi zusätzliche Funktionen anzubieten. Was man dazu wissen sollte, bevor man Attribute nun anwendet, Attribute befinden sich immer im Start-Tag. Niemals im Endtag. Das heißt, Attribute werden wir immer quasi in diesem Bereich einsetzen, also eben an den vorderen Teil, nicht in den inneren, also Endteil, in den, wie bereits gesagt, in den Endteil quasi eines Tags. Wir nehmen jetzt mal als Beispiel quasi, um euch das gut visualisieren zu können, das Attribut Title. Das sieht wie folgt aus: Title, quasi unser Attribut Name in diesem Fall. Und danach quasi der Wert, der geliefert wird, zum Beispiel jetzt Hallo YouTube. Wenn wir uns das nun im Beispiel angucken, bringt quasi uns dieses Title-Attribut eine zusätzliche Information mit, und zwar diesen quasi, dass wenn wir nun mit unserem Mauszeiger, also mit dem Cursor, über dieses Element gehen, dass uns dieser zusätzliche Text angezeigt wird. Das machen wir einfach mal direkt. Wir gehen mit dem Zeiger darüber und sehen dort nun einen Tooltip, quasi eine kleine Box, die uns zeigt, Hallo YouTube. Also das, was wir quasi hier als Wert eingegeben haben. Okay. Als nächstes vielleicht noch Grundsätzliches, was ihr vielleicht wissen solltet. HTML5 und neuer machen grundsätzlich keinen Unterschied, wie ihr Titel schreibt. Sei es nun groß oder klein geschrieben, macht keinen Unterschied. Das heißt, wir könnten auch Titel in diesem Fall groß schreiben. Unser Browser sollte kein Problem damit haben und das immer noch visualisieren bzw. bearbeiten können. Grundsätzlich solltet ihr euch aber angewöhnen, diese Attribute immer klein zu schreiben. Einfach aus dem Grund, weil es mittlerweile sich so eingegliedert hat quasi in der Welt der Frontendler. Es auch andererseits quasi besser ausschaut, einfach weil man es eben so gewohnt ist. Zusätzlich hat es den Vorteil, dass es auch von älteren HTML-Versionen ohne Probleme interpretiert werden kann. Also gewöhnt euch am besten einfach von heute an daran, dass ihr jedes Attribut klein schreibt. Okay, als nächstes noch diese Anführungszeichen. Müssen es immer zweifach Anführungszeichen sein, wie jetzt in diesem Beispiel gezeigt, oder reicht auch ein einfaches Anführungszeichen, zum Beispiel, na, jetzt muss ich das erstmal wegmachen, zum Beispiel, Hallo YouTube. Es macht, wie ihr seht, absolut keinen Unterschied. Visual Studio erkennt es direkt, auch unser Browser kann es interpretieren. Das hier ist unser Attribut wert. So. Aber hat es denn überhaupt einen Vorteil, wenn wir quasi jetzt diese oder unterschiedliche Anführungszeichen verwenden? Ja, vor allem dann, wenn ihr quasi, wir machen das mal anhand eines Beispiels ein bisschen klarer. Sagen wir mal, wir haben jetzt einen Wikipedia-Beitrag zum Beispiel und haben jetzt hier den Namen Max Mustermann. Können nun quasi, falls wir jetzt hier eben Informationen quasi dem Nutzer liefern wollen, falls er mit dem Mauszeiger drüber gehen sollte, zum Beispiel sagen, Max Mustermann von Freunden. Nun, Maxi ist jetzt sein Spitzname.
Wir können das nun klar machen, indem wir das nun in Anführungszeichen quasi wiedergeben. Das würde aber jetzt nicht gehen, wenn wir das mit diesem Anführungszeichen, also mit dem einfachen Anführungszeichen wieder machen und dann hier Maxi schreiben. Wie ihr seht, wird das zu einem hellblauen Farbton. Also Visual Studio erkennt das nicht mehr als Attributwert an. Falls wir das nun so speichern und das mal ausführen, sehen wir, falls wir mit der Maus drüber gehen, Max Mustermann von Freunden und das war's. Also dieses Maxi wird gar nicht mehr mitgenommen, weil es nicht mehr zum Attributwert angehört. Um das zu beheben, können wir es ganz einfach mit dem doppelten Anführungszeichen machen. Das heißt, wenn wir jetzt hier schreiben von Freunden, ups, von Freunden, jetzt super, ja, von Freunden Maxi genannt, ist 40 Jahre jung. So. Nun, wie ihr seht, alles wird noch rot dargestellt, also wird als Attribut Wert anerkannt. Schauen wir uns das mal am besten auch direkt hier mal im Browser an. Falls wir nun drüber gehen, seht ihr, es wird nicht abgehakt bei Maxi. Natürlich wird es auch umgekehrt gehen, falls wir jetzt hier nun doppelt Anführungszeichen benutzen und hier dann den einfachen Anführungszeichen. Gut. Wie bereits nun vorher schon erwähnt gehabt, ein Attribut sieht in der Regel immer identisch aus. Sprich, es kommt immer ein Attribut Name und dann gefolgt ein Gleichzeichen und dann letztendlich ein Attributwert. Dieser kommt in den meisten Fällen eben in Anführungszeichen daher. Es gibt einige Sonderfälle, die kommen auch ohne einen Attributwert daher und das wollen wir mal anhand eines Buttons euch genauer darstellen. Wir machen einfach mal einen Button mit dem Text "Klick mich" und schauen uns das mal an. Wir können diesen Button nun anklicken, wie ihr es sehen könnt, können nun aber mit dem Attribut Disabled dies verhindern bzw. deaktivieren. Ihr seht nun im Vergleich zu dem obigen Attribut Title hier, brauchen wir keinen weiteren Attributwert. Also wir nun Firefox quasi diese Seite ausführen, seht ihr, dieser Button ist grau hinterlegt und nicht mehr anklickbar. Sprich, es gibt gewisse Sonderattribute, die keinen Wert benötigen. Gut, das war's von dem heutigen Video und den grundlegendsten Informationen zu den Attributen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und falls ihr Fragen haben solltet, lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.